Willkommen zurück bei der Tür des Mordenmanns in Silent Hill 2. Ja, also ist mir doch eingefallen, die war ja noch. Und dann haben wir ja unten die Tür haben wir gar nicht angefasst. Dann war ja noch eine Tür mit dem S drauf. Die haben wir noch nicht angefingert. Schwer so ein Loch, ey. Na, zum Gucken. Das, was mit dem Käfer da zu tun hat. Müsste hier nicht der Durchguck sein? War das nicht hier? Ah, da. Oh, die haben aus dem Schrank ein Nest gemacht. Ah, damit man es richtig sieht. Aber warum kann man hier rüberklettern? Einfach nur so? Was ist denn hier auf dem Schloss drauf? Nee. Muss ich nachgucken. Ich find's auch jetzt noch komplett unlogisch. Sei es drum. Warum ist das in dem Spiel so? Man dann da immer rin. Oh. Die Schramme ist neu hier im Gebälk. Ist ja schön durchgeritten. Alles umgeräumt. Der ist hier Innenausstatter. Und ich denke die ganze Zeit, der will unseren Leder. Was haben wir hier? Ah,
1000 times flies. 12. Jetzt gab es hier neue Items. Na gut, dann reparieren wir mal die Uhr von dem Mutant-Mann. Das bleibt gleich. Nur der Teil noch übrig. So, jetzt müsste ja gespeichert werden. Düb, 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 düb. So, jetzt müsste. Okay, au, au, au. Jetzt gibt es keine Option mehr für uns. Der Mothman. Kann man die auch kaputt machen? Sache. Bronze hier. Ah, das ist doch der, der Raum, wo wir zum Anfang drin sind, ne? Ja, macht keinen Sinn, ich muss... Ich muss erstmal hoch. Wie die Meinung. Oder was da hinten bei 208? Einfach nur zu. Denn Kressoni auf, Leute. Drück mal nochmal fest. Gut. Also ich muss jetzt irgendwie den Weg hoch oder runter finden. Die war auch zu, ne? Aber wurde uns hier noch von wenigstens Schlüssel vorgeschlagen? Wir sind doch ohne. Ach. Aber er hier ist neu, oder? Was ist das?
Der hat dann noch Bock. So, jetzt sind wir richtig. Also niemand will richtig sein gerade, aber... Jetzt, ja. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es Sinn macht, ne? Gib mir die Zeit, kurz was zu trinken. Schluss, ey. Habt ihr seinen Blick gesehen? Das war so richtig so. Das klären wir später noch. Jetzt nicht mal. Ich glaube, du brauchst die Pistole auch nicht, oder? Das hättest du alles im Nahkampf machen können. Hier ist auch keine. Ist doch wirklich nichts drin, ne? Du hättest jetzt nicht nebenbei heilen können oder nochmal Munition finden oder. Eine Runde Mensch ärgere dich mit ihm spielen. Oh. Licht. So. Nicht sonderlich hell, aber. Licht. Oh. Und ein Speicherfetzen. Wir sind laus. Herrlich. Oh, hier gibt's Drinks.
Wir sind jetzt. Ja, stimmt. So einfach das Schloss durchqueren war ja nicht drin. Also hier das Gate. Beim Pool. Das ist ja 20-fach verschlossen gewesen. Da kämpft man sich lieber durch 3 Gillionen Apartments, durch eine fremde Welt und klopft sie mit einem Typen, der aus Metall besteht. Das ist in Ordnung. War jetzt auch nicht schlecht, ne? War eine schöne Alternative, sagen wir mal so. Kann er mal ein bisschen Batterien sparen. Die Kleine, die uns den Schlüssel geklaut hat. Hey. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Da komme ich gar nicht hoch. Okay. Ich habe keine Ahnung, ne? Wie sich das klärt. Also ich kenne die Geschichte halt einfach nicht. Und ich bin echt gespannt, wie sie das aufdröselt so. Ah, eine Injektion. Hier schön. Voll der Fixer im Park, Junge. Die ist doch noch gut. Guck, nix weiter dran. Höchstens dreimal benutzt. Ist der Park. Mary, could you really be here? Patrick Chester, Sohn von Edward. Er kämpfte und starb für das Volk, die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Soll bestimmt diese Springbohnen-Pumpen-Ding sein hier. Girls' Night every week. Pete's Bolorama. Willkommen in Silent Hill, einer ruhigen kleinen Stadt am See. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Es gibt keinen besseren Ort, um sich von der Hektik des Alltags zu befreien. Und endlich einen erholsamen Urlaub zu genießen. Erleben Sie die malerische Berglandschaft mit ihren rustikalen Häusern und die spiegelnden Oberflächen des Toluca Lakes.
die in der Abenddämmerung in traumhaften Farben erstrahlt. Silent Hill wird ihr Herz berühren, mit Frieden erfüllen und mit Frieden erfüllen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erinnerungen, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Also ich glaube, die haben wir jetzt auch schon. Hier noch was zu lesen. Oh, hier ist schon der Efeu dran, Leute. Da müsst ihr was machen. Da sind die öffentlichen Toiletten, wie es aussieht. Vielleicht kommt man hier später lang. In die Ordnung, denn ab in den Badeschlüpper und dann gehen wir mal an den See. Es wird jetzt auch richtig Sinn machen, hier durch so ein Ding zu gucken. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, warum es so neblig ist hier, ne? Ich bin der Meinung, ich habe mal irgendwas gehört, weil es ja irgendwie hier ein Bergwerk gab oder so, dass das irgendwas damit zu tun hat. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Mein gefährliches Halbwissen. Können auf den Steg hinaus. Hat er gesagt, die haben die ganze Zeit auf den See gegafft, ne? Lohnt sich heute bei der Wetterlage nicht so, aber gucken müssen wir trotzdem. Aber nicht Mary. Nee. No. You're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh... Yeah, 3 years ago. It's just, I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I don't... Hey, it's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place, not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Submit ya. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way.
You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Diese Mucke dazu. Didn't you? Alright, just... Come on. So it's okay? Yeah. It's okay. So eine komische Situation. Hau drin, Leute.